Die Grimmitschauer Tuchfabrik Gebrüder Pfau ist in diesen Tagen einer der beiden Anlaufpunkte für die 9. Industriebrachen-Umgestaltung, kurz IBUG. Darüber hinaus war das Museum in der Leipziger Straße am Donnerstag Gastgeber für die nationale Abschlussveranstaltung der Central Europe Projects Shift X. Das Motto lautete Industriekultur als regionale Identität in Deutschland und Europa und bildete den Aufhänger für eine neue Imagekampagne des Landkreises. Zur Shift-X-Konferenz hatten sich Akteure der Industriekultur aus Verwaltungen, Vereinen, Wirtschaft und Wissenschaft angesagt. Auf der Tagesordnung standen Vorträge und eine Diskussion zum Thema Industriekultur in Deutschland, Status quo und Perspektiven. Veranstalter und Schirmherr war der Landkreis Zwickau. Zu dem Thema hat der Landkreis in den letzten Jahren, 2,5 Jahren, ein EU-Projekt veranstaltet, war der federführende Partner und hat sich mit diesem Thema mit 7 anderen Partnern zusammengetan, einen Antrag geschrieben, hat den Antrag durchgebracht, hat im Wettbewerb bestanden und gewonnen. Und jetzt sind wir sozusagen am Ende, können sozusagen die Früchte vorzeigen, zum Beispiel den Rennfahrer neben mir oder andere Beispiele, die werden heute alle in der Konferenz vorgestellt. Was ist geworden in den 2,5 Jahren? Anspruch war es, die regionale Industriekultur europaweit zu vernetzen. Daher auch der Projektname Shift X. Ja, Shift X ist ein kleines künstliches Kurzwort. Es geht um die Wertsetzung von Industriekultur. Das ist das, was die Projektpartner auch zusammenbindet. Das sind alles Industrieregionen in Europa. Es ist zum Beispiel der Erzberg in Österreich, mitten in den Alpen, ein halber Berg abgegraben wegen dem Eisenerz drin. Es ist die Lausitz mit ihrer Braunkohlentradition. Ein weiterer deutscher Partner sind die tschechischen Kollegen auf der böhmischen Seite des Erzgebirges mit der reichen Industriegeschichte und auch industriellen Gegenwart. Also es ist ja nicht nur das Projekt, geht es nicht nur darum, Denkmalpflege zu betreiben, sondern es beschäftigt sich auch mit dem Thema, was bedeutet Industriekultur heute? Und da ist so ein E-Book-Festival mit dieser Graffiti-Kunst an den Industriebrachenwänden genau das Beispiel, was man hier in der Region vorzeigen kann. Zur Industriekultur im Zeitsprungland gehören in erster Linie die geschichtsträchtigen Branchen Textilindustrie, Maschinenbau und Automobilindustrie. Und genau da knüpft die neue Imagekampagne des Landkreises an. Dieses Thema, wir als Landkreis Zwickau, als alter Industriestandort und als aktueller Industriestandort und auch zukünftiger Industriestandort, wir versuchen das in einem Bild oder in mehreren Bildern zu fassen. Also immer mit dieser Kombination aus alt und neu und versuchen so den Leuten nahezubringen, an was für einem Ort zu leben. Also regionale Identität zu stiften, wenn man so möchte. Anfang September erfolgt der Startschuss für die Kampagne. Kommen die Flyer, Banner und Plakate in die Partnereinrichtungen. Es werden also an diesen Gebäuden, IHK und Museen zum Beispiel, werden Banner gehängt werden oder Fahnen oder Postkarten verteilt oder Roll-Ups wie hier zum Beispiel aufgestellt. Also wir versuchen auf verschiedenen Ebenen dieses Thema jetzt zu spielen. Da kann natürlich Shift X, dieses EU-Projekt, das jetzt zum Jahresende vorbei ist, auch nur so einen Anstoß geben. Und das muss dann der Landkreis dann selber weitertragen. Ne? Die Anträge dafür sind bereits gestellt. Eingebunden ist das Projekt in das Netzwerk Sächsische Industriekultur beim Wissenschaftsministerium. Das Engagement des Landkreises für seine industrielle Geschichte und Zukunft wird in Dresden sehr geschätzt. Das Shift-X-Projekt und die Initiative des Landkreises ist aus meiner Sicht ein Pilotbeispiel dafür, dass wir Industriekultur nicht als die Beschäftigung mit einem abgeschlossenen Zeitalter verstehen, sondern wirklich die sächsische Industriekultur nutzen, dass unser industriekulturelles Erbe nutzen, um Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Und diesen Bogen schlägt man hier in wunderbarer Weise, indem man das Thema Industriekultur im Landkreis Zwickau als einen identitätsstiftenden Faktor auch nutzt. Nach der gestrigen Vorstellung der Kampagne dürften die ersten Plakate bald im Straßenbild auftauchen. Im Landratsamt ist man bereits gespannt, wie die neuen Motive bei den Einwohnern des Zeitsprunglandes ankommen.